Seid gegrüßt zu dem fünften Video für Übungen für zu Hause. Heute ist das Format mal ein bisschen anders. Und zwar werde ich euch heute Übungen zeigen, die ihr machen könnt, wenn ihr wirklich ganz wenig Platz habt. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ihr auf dem Boden sitzen müsst, aber beispielsweise, wenn ihr nicht so hohe Decken habt oder ihr habt einfach keinen Platz zu den Seiten. Und da werde ich heute ein, zwei Übungen mit euch durchgehen, die ihr da machen könnt. Und wie ihr auch dann eine Möglichkeit habt, Sachen effektiv zu trainieren. Natürlich gilt das Ganze auch wenn ihr vielleicht große Wohnung habt, aber ein sehr großes Schwert und damit üben wollt, funktioniert das natürlich genauso. Okay, bevor wir anfangen, würde ich auf die ersten vier Videos verweisen. Und dort gibt es Anfang jedes Videos eine kurze Aufwärmung. Und entweder schaut ihr euch die nochmal an oder ihr macht die Aufwärmung, die ihr aus dem Training kennt. Und dann lassen wir uns direkt anfangen und greifen uns ein Schwert. Okay, ich auch schon mal geschrieben habe, würde ich euch empfehlen, für diese ganzen Sachen, wenn ihr da habt, euren Gambeson oder eine Fechtjacke anzuziehen. Das hilft euch auf jeden Fall, dass sobald wir bald wieder trainieren dürfen, dass ihr noch reinpasst und natürlich, dass ihr noch gewohnt seid und dass ihr nicht sofort eingeht. Okay, kommen wir gleich zur ersten Übung. Es bietet sich an, für diese Übung einen Hocker oder einen Stuhl zu nehmen. Das ist jetzt eine Übung, die ihr machen könnt, wenn ihr mit einem langen Schwert trainieren wollt und eure Decke nicht so hoch ist und ihr trotzdem die Heue schön machen wollt. Und ihr könnt die ganze Sache aber auch im Knien machen. Das ist dann ein bisschen anstrengender, weil ihr solltet euch nicht einfach nur auf den Boden setzen. Okay, ich nehme jetzt einen Stuhl dazu für die Übung oder einen Hocker und sehe euch gleich wieder. Okay, wenn ihr diesen Stuhl habt, setzt ihr euch da drauf. Allerdings setzt ihr euch nicht hinten an die Lehne an, sondern vorne auf die Kante oder eventuell noch besser auf eine der Ecken. Also stellt den Stuhl leicht schief hin und setzt euch wirklich nur ganz leicht mit den Arschbacken auf diesen Stuhl, so dass ihr am besten die Füße unter den Knien habt und dass ihr nicht das gesamte Gewicht auf den Stuhl setzt. Also ihr habt die Möglichkeit jetzt, wenn ihr hier auf diesem Stuhl setzt, die Schläge schön ausholen zu trainieren. Und zwar bietet sich es an, wenn ihr jetzt anfangt erstmal mit linken und rechten Heuen, dass ihr richtig schön weit ausholt. Ihr gebt euch nach hinten ein bisschen nach Platz, dann könnt ihr schön das Schwert hinter die Schulter nehmen und schön im großen Bogen vor euch lang ziehen. Und sobald ihr den einen Schlag geschafft habt, könnt ihr entweder zurück auf die gleiche Schulter gehen und erstmal nur einseitig üben. Das ist auf jeden Fall die sicherere Variante für den Anfang, dass ihr nicht Angst haben müsst, beim Wechsel gegen eure Einrichtung links und rechts zu schlagen. Oder ihr könnt schon anwechselnd in rechte und linke Heue gehen. Das heißt, ihr führt den runter, führt den auf die andere Schulter zurück und schlagt immer abwechselnd rechts, links. Das nächste, was ihr hier schon machen könnt, ist, dass ihr die Heue von der gleichen Schulter trainiert. Das heißt, ihr wollt von links und rechts schlagen. Allerdings habt ihr das Schwert immer erstmal kommt ihr aus der gleichen Ausgangsposition. Dazu fangen wir erstmal auf der rechten Schulter an. Schlagen abwechselnd rechte und linke Heue von hier. Für die linken Heue ist es immer gut, wenn ihr sozusagen euren Körper ein bisschen zur Seite lehnt, dass ihr auch schön am Kopf vorbeikommt. Und für die rechten Heue, die kennt ihr ja schon. Um das ein bisschen dynamischer zu gestalten, könnt ihr für die linken Heue auch das Schwert höher nehmen und dann schlagen. So dass ihr über den Kopf kommt. Und dann der rechte Hau nach wie vor ganz normal. Aus der gleichen Position könnt ihr jetzt auch aus der gegenüberliegenden Position könnt ihr dann natürlich auch trainieren, die linken Heue zu schlagen und die rechten Heue.
achtet bei der ganzen Geschichte darauf, dass ihr nicht anfangt, so richtig faul auf dem Arsch zu sitzen, sondern bleibt ein bisschen vorgebeugt, versucht den Oberkörper gerade zu halten und packt den Großteil eures Gewichtes auf die Füße. Okay, was ihr jetzt schon seht, ihr könnt hier natürlich auch ein bisschen dynamischer werden. Versucht euren Oberkörper mitzubewegen in der Ermangelung der Fußarbeit. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen linken Hau schlagt, könnt ihr nach links rausgehen. Oder wenn ihr einen rechten Hau schlagt, euch schön hinter das Schwert setzen, sodass es euch auch gleichzeitig einen Schutz bietet. Okay, ich werde euch diese Übung auch nochmal kurz von der Seite zeigen, dass ihr seht, wie das Ganze nach hinten aussieht. Okay, wie gesagt, die auf der rechten Schulter und von der rechten Schulter die linken Heue, rechter Hau, linker Hau und von der linken Schulter linker Hau, rechter Hau, linker Hau, rechter Hau, linker Hau. Ja. Achtet dabei, wie gesagt, darauf, dass ihr euer Gewicht mehr auf die Füße legt. Und ihr könnt auch ein bisschen die Beinstellung variieren, dass ihr beispielsweise mal den rechten Fuß eher nach vorne nehmt. Dann könnt ihr linke Heuer trainieren oder rechte Heuer. Beziehungsweise, dass ihr den linken Fuß vorne und rechts nach hinten. Das fängt dann an, sich schon ein bisschen mehr anzufühlen, als ob ihr steht. Und um euch zu zeigen, dass das Ganze auch mit einem größeren Schwert geht, würde ich jetzt hier mein zweihändiges Schwert nehmen. Und das kann ich in der Wohnung überhaupt nicht benutzen, in Schlägen, weil ich sofort die Decke treffen würde. Aber wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, habe ich die Möglichkeit, trotz seiner Länge dieses Schwert hier vernünftig zu manövrieren. Ohne dass ich mir die Deckenlampen kaputt haue. Ja. Die fortgeschrittene Variante davon ist, das Ganze ohne Stuhl zu machen. Dabei, das wird auf Dauer auf jeden Fall sehr anstrengend für eure Beine sein. Aber ihr könnt das in meinen kurzen Intervallen mal dazu nehmen. Okay, für den Fall, dass ihr das ohne Stuhl macht, könnt ihr entweder in dieser Hockposition bleiben. Das ist sehr anstrengend. Oder ihr nehmt ein Knie auf den Boden und das andere Knie vorne. Und habt jetzt hier die Möglichkeit, auch schön die Klinge auszuholen und eure Schläge zu trainieren. Zum Beispiel auch Mittelheue. Natürlich könntet ihr die auch im Stehen machen. Nur Unterheue gestalten sich etwas schwieriger. Natürlich dann auch mit dem anderen Fuß vorne. Funktioniert genauso gut. Bei den ganzen Übungen, wie auch die letzten Male, würde ich euch empfehlen, das immer 10 bis 15 Mal zu wiederholen und dann zum Beispiel das Bein zu wechseln. Also ihr fangt an mit Heuen von der rechten Schulter, abwechselnd rechts-links und wechselt dann auf die Heue der linken Schulter, rechts-links. Und wenn ihr die beiden durch habt, wechselt ihr vielleicht mal das Bein und wiederholt nochmal diese Sequenz. Kommen wir nun zum zweiten Trainingssetup für Übungen, die ihr machen könnt, wenn ihr gerade vertikal nicht so viel Platz habt. Diese Art von Übungen, die ich euch jetzt zeigen werde, richtet sich ein bisschen mehr an die Fechtenden. Allerdings auch für die Schaukämpfenden ist das durchaus wert, die mit in das Übungsprogramm aufzunehmen, weil alle Übungen am Schwert euch helfen, die Kontrolle über das Schwert noch weiter zu verfeinern und dementsprechend helfen im gesamten Training. Was ihr dann am Ende im Schaukampf nutzt, wird dann eher über die Sicherheitsaspekte definiert. Aber ihr habt natürlich eine Chance, also erhöhte Kontrolle über das Schwert erzeugt immer erhöhte Kontrolle über Sicherheit. Okay, und zwar ist das gerade eine Übung, die sehr schön ist, wenn ihr ein langes Schwert habt und das mit dem Ausholen nach oben
nicht unbedingt so optimal ist. Und zwar ist das eine Übung, die aus Stichwechseln besteht. Und wo ihr sozusagen nur in eine Richtung Platz braucht. Okay. Was ihr macht, ihr fangt erst in einer Grundstellung an, wo das rechte der rechte Fuß vorne ist, der linke Fuß hinten. Ihr nehmt euer Schwert auf die linke Seite. Ihr könnt das jetzt auf Kopfhöhe nehmen. Und dann stecht ihr nach vorne. Sobald ihr euch ausgestreckt habt, könnt ihr einen Dreieckschritt machen, den ihr mit dem linken Fuß nach vorne führt. Und während ihr den rechten Fuß nach hinten führt, zieht ihr auch wieder das Schwert nach hinten, allerdings auf die andere Seite. Okay. So, bei dieser Übung könnt ihr darauf achten, dass ihr das Schwert immer sozusagen auf einer Linie für euch führt. Egal, ob ihr dann von links oder von rechts stecht, beziehungsweise ihr würdet so einen kleinen Fächer für euch aufbauen und immer sozusagen auf einer Höhe stechen. Das heißt, wenn ihr von links kommt, führt das Schwert horizontal nach vorne. Und in dem Moment, wo ihr das Schwert nach hinten zieht, bleibt auf dieser gleichen Höhe und ja, führt abwechselnd diese Stiche auf. Ich zeige euch das mal von der anderen Seite. Und zwar seht ihr jetzt schon, dass natürlich immer noch wichtig ist, dass ihr zumindest eine Richtung Platz habt. Okay, wie diese ganze Sache von vorne aussieht, ist, ihr fangt an, wie gesagt, mit einem Fuß, mit dem rechten Fuß vorne in dieser typischen Kampfhaltung, nehmt das Schwert auf die linke Seite und zum Stich schiebt ihr es hoch und zieht es auf einer Seite. Ihr werdet merken, dass das, wenn ihr das öfter macht, auf einer Höhe, es kommt gar nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern versucht, diese Übung flüssig zu gestalten und immer das Schwert in einer Ebene zu halten. Und ihr werdet merken, dass das schon recht anstrengend ist. Um diese Übung ein bisschen zu variieren, müsst ihr nicht immer nur auf eine Höhe als Ziel stechen, sondern ihr könntet beispielsweise ein niedrigeres Ziel anvisieren und statt die Steche von oben, die Stiche von unten zu führen. Dazu fangt ihr wieder mit dem rechten Fuß vorne, habt das Schwert auf eurer linken Seite und führt den Stich sozusagen von unten, macht den Schrittwechsel und zieht das Schwert wieder zurück. Achtet dabei auf einen geraden Rücken. Und darauf, dass das Schwert wie mit einem Faden nach vorne gezogen wird. Ihr könnt auch weiter variieren, dass ihr statt der tiefen oder hohen Stiche hohe Stiche auf ein tiefes Ziel macht. Beispielsweise, ihr fangt links oben an und stecht nach unten. Ja. Was ihr schön machen könnt, ist, dass ihr durchcycelt. Das heißt, ihr fangt an einer Art von Stichen jeweils von jeder Seite 10 Mal zu machen, wechselt dann auf
Beispielsweise, wenn ihr mit dem oberen Stich angefangen, auf den unteren Stich, macht den 10-mal auf jeder Seite und dann auf einen Stich von oben nach unten, beziehungsweise von unten nach oben. So, ich hoffe, ich konnte euch heute ein paar Übungen zeigen, die ihr auch machen könnt, wenn ihr wesentlich weniger Platz zur Verfügung habt. Also einmal die Variante, dass ihr euch selber, dadurch, dass ihr euch auf einen Hocker setzt oder dass ihr euch auf die Knie kniet, richtig schön ausholen könnt bei euren Oberhäulen, ohne dass ihr Angst haben müsst, gegen die Decke zu schlagen. Beziehungsweise, wenn ihr zumindest in eine Richtung Platz habt, dass ihr eine schöne Übung habt, wo ihr eure Stichmechanik trainieren könnt. Und wenn ihr darauf achtet, dass ihr schön mit einem geraden Körper arbeitet und auf euren Stand achtet, habt ihr da durchaus ein sehr schönes Workout bei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bleibt gesund. Wir werden das schon alle überstehen. Und ich freue mich, wie gesagt, darauf, bald mit euch wieder in echt trainieren zu dürfen.